Willkommen von IFA 2015, wo wir den SE371-Bildschirm haben mit 24 Zoll, um genau zu sein 23,6, der genauso wie der 27 Zoll mit dem gleichen Namen ein Wireless Charging Pad im Standfuß verbaut hat. Den könnt ihr sehen, wo gerade mein Note 5 liegt und komplett wireless auflädt, wie das auch schon mit anderen Nokia und LG-Geräten vorher ging und auch dem S6, S6 Edge und S6 Edge Plus. Hier haben wir jetzt das Note 5, das das genau auch eingebaut hat. Ich kann das mal wieder runternehmen und euch die kleine Station zeigen, wo das auch steht mit dem Wireless Charging. Da steht's. Und hier entsprechend noch unten drunter so eine kleine LED, die kurz angeht, wenn wir das hier drauflegen. Ich zeige es euch mal. Die leuchtet dann rot und am Display zeigt uns dann, dass Samsung kurz, wir haben 66% und das lädt dann hier entsprechend auch einfach weiter. Der Bildschirm ist nur in dieser weiß-blauen Kombination erhältlich aktuell, aber auch mit viel Technologie drin, wie zum Beispiel AMD's FreeSync. Ich zeige euch aber gleich nochmal die genauen Specs. Hier zuerst mal, dass wir HDMI, DisplayPort, Kopfhöreranschluss, Strom und WGA drin haben. Kein VESA, aber dafür noch Kensington und auf der hinteren Seite auch natürlich einen kleinen Bereich, wo wir das Ganze steuern können, was das Menü angeht. Allzu dünn ist er auch nicht, aber dafür ist der Preis, ich glaube, mit 250 Euro ganz okay. Und hier nochmal ein paar technische Daten für alle, die es ganz genau wissen wollen, hier bei dem 24-Zoll-Bildschirm, was dann drin zu erwarten ist. Nicht nur Wireless Charging natürlich. Mein Name ist Balaschka von der IFA 2015, wenn ihr uns zugeschaut habt. Und vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren für weitere coole Videos aus Berlin.